Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier im Simulationseck und zwar beim THW-Simulator. Moment, ich muss mal auf die Packung gucken. 2012. Ja, neueste vom neuesten. Wir sind gerade dabei und haben die Kampagne gestartet, also unser aufregendes Leben als THW-Mitarbeiter. Beziehungsweise wir sind so ein Twitter-Wesen, wir steuern mehrere Mitarbeiter auf einmal und sind gerade dabei, diese Straße von diesen Holz-, was auch immer, Dingern zu befreien. Ne? Bis jetzt hat das Ganze ganz gut geklappt. Ich hoffe, es reicht, wenn wir das von der Straße wegschieben. Ansonsten werden wir gleich lautfluchend ein Problem bekommen. Ist ja nicht mehr viel. Wir schieben mal munter weiter. Oh, jo, holy shit. So ist es fein. Jetzt ist das auch von der Straße runter. So, jetzt hier diese Äste hier zum Beispiel, die müssen wir noch mal, da müssen wir noch ein bisschen ran. So einfach weg. Das Problem ist, jedes Mal, sobald man da wieder was reindrückt, ne, schiebt das wieder was anderes nach vorne. Aber die Straße sieht doch schon sehr frei aus. Da kann doch eigentlich schon wieder so ziemlich jeder. Wow. Wie der auch Gas gibt, ne? Wenn man da ein bisschen sanft andrückt, der geht ab wie Luzi, Alter. Das interessiert ihn nicht. Der gibt gleich Vollgas. Also wer auch immer hier die Fahrphysik programmiert hat, ne? Der sollte mal ein bisschen bei GTA 5 oder so gucken, aber Katastrophe. So, leider kann man diese Steuerungsproblematiken so schlecht zeigen. Ne? Es sieht ja für euch jetzt hier ganz gut aus, eigentlich, was ich mache. Ja, komm, gib's zu, es sieht gut aus, was ich hier treibe. Aber es steuert sich, ey. Naja, es gibt Schlimmeres, gebe ich zu. Also, Polizei zum Beispiel, da dieses Polizeivehikel damals, das war katastrophal. Da irgendwelche Verfolgungsjagden mitzumachen, oh Mann. Wo dann auch die KI so super perfekt fuhr, weil die einfach auf so einer Schiene gefahren ist. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Nicht diesen Baumstamm schieben. Ah, oh, fuck, nicht schieben, habe ich gesagt. Oh my goodness. Jetzt muss ich wieder eine große Runde machen, weil wenn wir den bei der anderen Seite da irgendwie in den Graben schieben, dann haben wir verloren. Jetzt müssen wir gerade mal erst den Ast da aufsammeln. Sonst gibt das ein Problem. So. Dann wenden wir hier einmal gerade grob. So, okidoki. Ich habe es langsam drauf, mit dem Ding zu fahren, ne? Müsst ihr mal schon zugeben. So, dann sammeln wir mal den Ast da ein. So, dele. Jo, so ist das doch gut. Und einfach schieben. So, dann schieben wir den hier noch ein bisschen rein da. Der hängt mir noch zu sehr auf der Straße da. Genau, ist das auch weg. So, nicht mehr viel. Die letzten paar Krümel hier noch und dann haben wir es geschafft. Dann ist die Straße wieder frei. Okay. Sollten wir, glaube ich, mal langsam Kaffee oder sowas kochen. Oh, oh, holy shit. There we go. There we go. Okay. Oh nein. Du Pisseast. Was hängst du an meiner Schaufel fest? Und dann immer diese geilen Blätter. Hübsch. So. Ah, dieses, hier, wie nennt man das? Motion Blur und so weiter da im Hintergrund, das ist super geil. So. Noch die letzten paar Pisse-Äste hier, dann haben wir es aber. Jo. Wenn ich jetzt schaffe, nicht noch meinen Bagger irgendwie wieder in den Himmel zu katapultieren, sollte das wohl klappen. So. So, und jetzt noch hier die paar Krümel da. Und wehe, das Spiel sieht das nicht als in Ordnung an. Dann, oh Mann, dann wird gegallert. Yeah! Die Straße kann fürs Erste wieder problemlos für den Straßenverkehr freigegeben werden. Damit ist der Einsatz abgeschlossen. Die Bäume werden von kommunaler Seite abtransportiert und entsorgt. Dafür ist das THW nicht verantwortlich. Yes, wir haben es geschafft. Mission 1 erfolgreich. Ich möchte das nochmal betonen. Erfolgreich abgeschlossen. Ich muss sagen, ich habe hier gerade so ein Glücksgefühl, ja. Okay. Oh, what the fuck ist da los? Du hast den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Möchtest du nun zum Hauptmenü zurückkehren? Ja. So. Jetzt können wir dann hier fortsetzen drücken. Das ist ja schön, ne? Kann ich jetzt über Einsatz wählen? Kann ich? Achso, Übungsgelände, dann das Sturmtief. Das war das mit den Bäumchen. Na, wir machen jetzt mal fortsetzen, ne?
gleich in die zweite Mission stürzen und gucken, was abgeht. Die Unwetter der letzten Tage haben für Chaos gesorgt. Obwohl alles daran gesetzt wurde, in der Not die Bevölkerung aus überschwemmten Gebieten zu evakuieren, konnten es die Rettungsdienste nicht überall rechtzeitig schaffen. Es besteht zwar keine unmittelbare Gefahr, aber das Seniorenheim in der Innenstadt muss wieder zugänglich gemacht werden, indem dort mit einem Einsatzgerüstsystem, EGS, Behelfsstege aufgebaut werden, um die Senioren zu evakuieren. Jo, natürlich helfen wir den alten Knackern da. Okay, was soll ich tun? Der Zugführer erkundet den Einsatzort und plant, wie das EGS aufzubauen ist. Bewegt den Zugführer zu den markierten Positionen mit WASD, drücke R, um zwischen Gehen und Rennen zu wechseln. Jo, da kennen wir doch schon. Dann schauen wir uns erstmal um hier auf diesem Einsatzort. Das ist ja hardcore hier, ne? Sogar mehrere Settings. Gerade eben waren wir noch auf dem Feldweg. Jetzt sind wir mitten in der Stadt und hier sehen wir das überschwemmte Seniorenheim. Erstmal gucken hier. Mit einem EGS sollte hier problemlos wieder ein Zugang zu dem Seniorenheim geschaffen werden können. Das bisschen da, die kleine Pfütze, die können die doch wohl auch überschwimmen. Guckt euch das an, Mann. Das ist doch nix. Das ist ein kleines Pfützchen ist das. Der Zugführer hat die Ortsbegehung abgeschlossen. Ein Gerätekraftwagen, GKW, sowie die Fachgruppe Wassergefahren mit einem LKW-Ladekran des Typs CAT-1, unterstützt von einem Radlader der Gruppe Räumen, sind eingetroffen. Das ist ja erfreulich. Zuerst werden die eingetroffenen Fahrzeuge am Einsatzort abgestellt. Ah, okay, das kennen wir ja schon. Oh, hier ist ja mit 0 auf dem Zettel, oder kannst du in die Kranfunktion durchschalten? Drücke B oder klicke auf das Handbremssymbol in dem HUD, um die Fahrzeugsteuerung bzw. Steuerung des Krans freizugeben oder zu sperren. Mit 0 im Zündung kannst du eine Kraftfunktion durchschalten. Alles klar. Jetzt machen wir erstmal hier den GKW. Wo ist denn der Einsatzort? Ach, wir fahren jetzt einfach mal los, ne? Durch die City hier. Und suchen den Einsatzort. Ah, der ist nicht weit weg. Der ist gleich da vorne. Alles klar. Ganz ruhig und entspannt müssen wir das machen. Nicht, dass hier wieder was abfreakt. Alles ist gut. Alles ist gut. Okidoki. Um die Kurve rum. Oh, jetzt ist mal die Bullerei auch da. Und die Feuerwehr. Alles heute. Oh, scheiße. Ey, die lenken sich wie Kotze. Ich muss es einfach sagen. Oh. Ah. Ja, reicht. Handbremse. So, Nummer 1. Dann kommt der... Ach Gott, wieder so ein Räum... Wofür brauchen wir denn so einen Räumungsbagger? Das will ich jetzt mal wissen, wofür das Ding denn bitte sein soll. Egal. Auf geht's. Oh mein Gott, ich kann damit nur auf unebenem Moddergelände arbeiten. Doch nicht hier. Ach Gott. So, gib Gas. Ich muss auf jeden Fall die Leuchte anmachen. Das ist wichtig. There we go. Na komm, das zählt doch. Kann sich nicht entscheiden, ob es zählt oder nicht. Okay, warte. Wir fahren rückwärts wieder. Perfekt. Und jetzt noch der Kran. Wo ist denn da der Kran? Ich sehe da keinen Kran. Ach doch, diesmal ist da hinten ein Kran dran. Coole Sache. Da mussten die sich ja hier für den THW-Simulator, mussten die ja einiges an Fahrzeuge modellieren. Ey. Gut, alles in Paint blau einfach nur angemalt, aber trotzdem. Im Vergleich zu den anderen Simulatoren ist das halt diesmal richtig viel. Und diese Kransteuerung und alles ja, voll abgefahren. Mal sehen, was das wird. Hier sogar Kilometeranzahl und alles voll abgefahren. Auch hier natürlich das Lämpchen anmachen, sonst fühle ich mich doch nicht wohl hier. So, dann wollen wir auch dieses Vehikel ordnungsgemäß im vorgesehenen Abstellbereich parken. Sehr schön. Oh, oh. Gut ist das. Alle Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Man tut, was man kann, ne? Bei Arbeiten am Wasser ist grundsätzlich von allen Einsatzkräften eine Rettungsweste zu tragen. Rüste daher die Einsatzkräfte mit der Rettungsweste aus. Die Helmriemen sind beim Tragen der Rettungsweste übrigens nicht geschlossen. Die Helmriemen. Warum erzählst du mir das? Und was für Helmriemen? Aha, alles klar. Die Einsatzkräfte sollten sich zunächst mit Rettungswesten ausrüsten, die bei Arbeiten in Wassernähe immer zu tragen sind. Okay. Bewege die Einsatzkräfte mit WASD in die Nähe des GKWs, bla bla bla. Die Helmriemen sind aber, wissen wir doch schon. Dann fangen wir wieder an mit dem Führer. Los, mein Führer. Geh mal zu dem wunderbaren Einsatzwagen.
Ich drehe ganz genüsslich die Kamera. Kein Problem. Also dafür gehören die einfach schon verprügelt. So, Rettungsweste. Donk. Schön siehst du aus, damit du nicht in der Pfütze da hinten ertrinkst. Ey, ich fass es nicht. Klaus! Klaus! Ja, ja, ich komme schon. Ich komme schon. Hier, auch du, Chris. Eine Rettungsweste. Oh, nee, schon wieder, ne? Warum die Rettungsweste? Martin! Martin, das sind immer die gleichen People hier, ey. Martin, auch du nimmst hier eine Rettungsweste. Danke. Fein ist das. Und aufstellen. So rum, bitte. Sandra? Ist das auch echt eine Frau? Eieieiei. Okay, das ist Sandra. Sandra sieht leicht genmanipuliert aus, aber das ist überhaupt kein Problem. Die Inzestbrut, die hier arbeitet, weißt du? Tine, auch du wieder. Jo. Oh, wie sie sich aufstellen, ey. Ihr seid schon meine Helden, du. Rettungsweste. Rettungsweste. So, und dann noch Sebastian L. So, Sebastian. Auch du bitte einmal die Rettungsweste. Sehr schön. Nachdem die Einsatzkräfte sich die Rettungswesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet zunächst einmal abgesperrt werden. Oh, nicht schon wieder. Ich habe hier noch nie ein anderes Auto gesehen, das sich bewegt, ja? Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an den markierten Positionen. Jo, kennen wir doch schon. Hier, Sebastian, das kannst du diesmal machen. Hier, einmal die Pylone bitte. Oh, hier gibt's sogar Kreissägen. Trennschleifer, Einsatzsicherungssystem. Oh, da kommt noch cooles Zeug auf uns zu. Was ist das? Abschleppstange. Mal sehen. So. Ja, die Pylone. Oh, da ist es auch schon. Oh, oh, oh. Oh, und sogar hier so ein dickes Ding muss dann auch hin. Hier so eine Sperre, so eine große. Oh, die, oder steht die von alleine da? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die muss ich selber hinstellen. Absperrung. Ja, jetzt leuchtet die auf einmal wieder gelb. Gerade eben war sie fix. Also sehr merkwürdig. Bop, so. Abgesperrt. Noch mehr oder was? Reicht das noch nicht? Ich glaube, da vorne sollen wir noch mehr absperren. Och, Mensch. Oh, Leute. Als wenn da jemand auf dem Parkplatz jetzt fährt. Ne? Hier ist doch eh alles unter Wasser. Da geht doch nichts mehr. Egal. Wir laufen und laufen und laufen, laufen, laufen. Durch diese wunderbare, hübsche Welt. Mein Gott, Anti-Aliasing kennt ihr auch nicht. Ich könnte es über die Grafikkarte machen, aber das will ich ja nicht, ne? Ihr müsst das schon so erleben, wie das tatsächlich hier ist. Bop! So, und wieder zurück. Man kann leider nicht die Absperrung und die Pylone gleichzeitig tragen. Ich bin sowieso erstaunt, dass er alleine diese Absperrung trägt. Mit den Steinen, ja? Das ist schon respekteinflößend. So, wieder zurück. Tja, ne? Und sonst was gibt's Neues bei euch? Ich laufe hier durch eine... Ich habe immer noch Urlaub. Das ist mein letzter Tag des Urlaubs. Und wie ihr seht, verbringe ich ihn sinnvoll. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber egal. Was ist das? 2251? Achso, die Wagennummer wahrscheinlich. Alles klar, alles klar. So, Pylone wieder. Okay. Boah, durch geht's erstmal. Erstmal eine Smoken, ey. Erstmal ein Rauchen, du. Na, ich sehe doch eh keiner, ne? Der Einsatzführer, der merkt so gar nicht. Steckst du hier hinter dem großen roten Wagen da. Da kannst du erstmal eine quarzen, ne? Auch nicht schlecht, Leute. Lass das lieber sein. So, irgendwelche Gurte sind nicht geöffnet. Ich muss gerade mal gucken. Also hier seine Helmgurte sind definitiv zu. Ja, wenn ihr das dann hier in der Simulation nicht richtig darstellt, dann schreibt das doch auch nicht so perfide zweimal hin, dass ich weiß, dass man bei einer so eine Schwimmweste die Helmgurte nicht schließt. Hat wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsgründe. Das Einsatzgebiet ist jetzt sinnvoll abgesperrt. Als nächstes muss das EGS vom Anhänger abgeladen werden. Das EGS? Benutze den Radlader, um das EGS vom Anhänger abzuladen und im vorgegebenen Bereich zu positionieren. Steuere dazu den Radlader mit WASD, den Stapleraufsatz kannst du mit den Pfeiltasten, da, kennen wir ja schon. Ich soll jetzt was abladen, von wo? Wahrscheinlich diesen Zaun. Der soll jetzt hier abgeladen werden, okay. Vom Anhänger. Okay, mit diesem... Da ist der Anhänger. Ach, alles klar. Der ist plötzlich appeared. Den hatten wir vorhin aber nicht da dran, den Anhänger. Der ist einfach jetzt da. Ist auch nicht schlecht. Als wir mit dem Ding alleine gefahren sind, hatten wir keinen Anhänger dran, was ziemlich cool gewesen wäre, weil ein Anhänger irgendwo rumzufahren ist doch geil. So, wir sollen jetzt hier die Paletten abladen. Oh, Leute, ich sehe schon, dass das ein Heidenspaß wird. Die stelle ich mal hier hin. Alles klar. Let's do this. Holy shit. Das kann doch die Physik-Engine hier gar nicht bringen. Erzählt mir, was ihr wollt, aber oh Gott, das kann niemals funktionieren.
Niemals. No fucking way wird das funktionieren. Okay, okay, okay. So, stopp. Niet, 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 niet. Nein, bleib stehen. Jetzt müssen wir ein bisschen unsere Gabel stehen bleiben, habe ich gesagt. Sag mal, kannst du mal die Handbremse? So. Ich versuche gerade irgendwie die Gabel zu bewegen, aber da passiert nicht viel. Den Stapleraufsatz kannst du mit den Pfeiltasten auf- und ab bewegen. Wahrscheinlich nicht, wenn die Handbremse gezogen ist. Tatsache! Was ist das denn? Oh mein Gott. Ob das passt? Oh mein Gott! Oh, oh, holy shit! Holy shit! Fuck, 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 fuck! Okay, alles ist gut. Wir fahren jetzt ganz langsam rückwärts. Das sieht nicht aus wie ein Schutzgitter-Dings. Das sieht einfach nur... Das war... Aber, puh, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Oh mein Gott, unsere Ladung zuckert ein bisschen. Oh, scheiße. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Okay, 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 okay. Ich hoffe, unser Auto ist wasserfest, ne? There we fucking go, my friends. Okay, oh. Scheiße, oh scheiße, oh scheiße, scheiße, scheiße. Moment, so, warte, wir kriegen das hin. Ich weiß, dass wir das hinkriegen. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind richtig gut. Oh fuck, was ist jetzt los? Oh, ja, nice, ne? Geht doch. Alles gar kein Problem. So, wir lassen die Höhe mal so eingestellt. Das war ja gerade super, wenn ich da den zweiten auch noch kriege. Also bis jetzt muss ich ja sagen, ist es, wenn man sich sehr viel Mühe gibt und nicht einfach drauf loslegt, ist es spielbar. Ja, es ist spielbar. Auch wenn es physikalisch leicht abfreakt. Bis jetzt haben wir alles hingekriegt. Ich bin gespannt, ob wir noch auf irgendwas stoßen. Also ich spiele das so lange, bis entweder alle Missionen weg sind. Ich habe sie ja immer bezahlt, die 99 Cent für die... Ich möchte sagen, ich habe 99 Cent dafür bezahlt, bei Amazon als gebraucht. Die Limited Edition, original verpackt. Da war ich ein bisschen begeistert, sogar mit den geilen Aufklebern drin. Also, scheiße, Mann. Da könnt ihr mal sehen, wie gut das Zeug weggeht. Aua, aua. Oh, scheiße. Okay, das ist ein Problem. Oh, Junge, wo fährst du hin? So, let's do this again. Ja, das passt. Das passt. Oh, holy shit. Okay, alles kein Ding. Alles kein Ding. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Ich trete auch aus dem Zirkus auf, ne? Nur, dass ihr es wisst. Also, ist nicht ungewöhnlich für mich. So, jetzt müssen wir einmal kurz drehen. Okidoki, wow. Ich würde mal, also Respekt an den Herrn, der das programmiert hat. Das kann für unseren Zaun nicht gut sein, so wie ich den transportiere, aber löb, ne? Das löb schon auch. Das geile Wasser hier auch, ey. Sehr hübsch. So fließt Wasser, natürlich, ne? Und runter damit. Jopsi. Oh, geile Sache. Einsatzgerüstsystem EGS ist nun abgeladen und einsatzbereit. Ein bisschen Respekt bitte, ja, wenn ich bitten darf. Respekt zollen. Okay, oh, unsere Räder drehen sich auch noch hier, obwohl wir uns nicht bewegen. Es ist genial, es ist ein Fest. Stopp, stopp. Baue nun Behelfsstege daraus auf, um das Seniorenheim wieder begehbar zu machen. Bringe die Einsatzkräfte zum abgeladenen EGS. Klicke dann mit der linken Maustaste auf eine der Stegplatten. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe die Platte somit an die gewünschte Position. Um die Platte abzusetzen, lasse die linke Maustaste einfach wieder los. Alles klar, ich fahre nur erst das Ding wieder weg. Das ist vielleicht gar nicht so der geile Plan, vielleicht sollten wir es lieber stehen. Oh, wow, 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 ich hoffe, das ist wasserfest. Guckt euch diese Mini-Pisspfütze an, weißt du? Und dafür bauen wir hier einen Steg auf. Das ist nicht mal ein halber Meter. Da kann doch wohl jeder Senior noch durchlaufen. Das ist doch nicht wahr. Egal. Komm. Es ist schon wieder soweit. Ich parke erstmal hier. Geh mal zu Klaus. So, ihr habt es gehört. Der Horn kräht. Somit ist der nächste Part schon wieder rum. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.